Nicolo Zanioloim Portrait Top Talent Nicolo Zaniolo läuft am Mittwochabend zum ersten Mal für den AS Rom auf. Für den 19-Jährigen ist es ein Einstand der besonderen Art in den Profifußball. Er feiert sein Debüt in der Champions League gegen Titelverteidiger Real Madrid. Trainer Eusebio Di Francesco bietet Zaniolo in seinem Dreier-Mittelfeld an der Seite von Routinier Daniele De Rossi und Neuzugang Steven Nzonzi auf. Goal stellte den Teenager vor, der seine Feuertaufe im Santiago Bernabéu absolviert. Roma, Nicolo Zaniolo startet in der Jugend von Inter Mailand. Durch Zaniolo wurde am 2. Juli 1999 in der toskanischen 70.000 Einwohnerstadt Massa geboren. Seine fußballerischen Wurzeln hat er in der Jugend der Fiorentina. 2016 verließ er den Traditionsklub und heuerte für 400.000 Euro Ablöse beim Zweitligisten Virtus Entella an. Was nominell ein Rückschritt war, entpuppte sich als kluger Schachzug. Zaniolo debütierte im Alter von 17 Jahren im Frühjahr 2017 gegen Benevento in der Serie B und absolvierte in der Folge im Unterhaus 261 Einsatzminuten. Inter Mailand wurde auf den körperlich robusten und technisch enorm beschlagenen Mittelfeldstrategen aufmerksam und holte ihn im Sommer 2017 in die Lombardei. Zaniolo kostete 1,8 Millionen Euro Ablöse und wurden in der Inter-Jugend schnell zum Spieler, der sportlich für die Schlagzeilen sorgte. In der U19 von Trainer Stefano Vecchi war er der Chef im Mittelfeld und führte die Mannschaft zum Gewinn der italienischen Juniorenmeisterschaft, dem Triumph in der Supercoppa und dem Gewinn des Viareggio Cup. Zaniolo gelangen in 35 Pflichtspielen für Inter 14 Tore und 11 Vorlagen. Neben seinen körperlichen und technischen Stärken fällt vor allem seine herausragende Übersicht ins Auge. Er erfasst Spielsituationen blitzschnell und hat ein Talent dafür, die richtige Entscheidung zu treffen. So ist er ein gleichermaßen starker Vorbereiter und Abschlussspieler. Die bisherigen Stationen von Nicolo Zaniolo Verein seit 1. Juli 2018 aus Rom von 2017 bis 2018 Inter Mailand von 2016 bis 2017 Entella U19 bis 2016 AC Florenz Jugend. Vecchi schwärmte im Januar 2018 von seinem damaligen Schützling: Er ist ein Spieler, der noch enorm wachsen kann und der eine Menge Potenzial besitzt. Er kann Nationalspieler werden. Die Erwartungen sind hoch und er muss weiter fleißig arbeiten, um sie zu erfüllen. Tauschstil: Nicolo Zaniolo wechselt für Radja Nainggolan zur Roma. Kein Wunder also, dass Zaniolo der Ruf vorauseilt, die Zukunft des italienischen Fußballs zu verkörpern. Er unterstrich dies bei der U19 EM 2018, als er mit den Azzurrini das Endspiel erreichte und dort in einem spektakulären Endspiel Portugal mit 3:4 unterlag. Seine Leistungen weckten Begehrlichkeiten auch bei der Roma und der Champions League Halbfinalist nutzte die Chance auf Zaniolos Verpflichtung im Zuge des Abgangs von Radja Nainggolan nach Mailand in diesem Sommer. Der Linksfuß, der im offensiven und zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann, unterzeichnete bei den Giallorossi einen bis 2023 datierten Vertrag. Seine Ablöse soll 4,5 Millionen Euro betragen haben. Vor gut zwei Wochen setzte sich Zaniolos Höhenflug fort. A-Nationaltrainer Roberto Mancini berief ihn in seinen Kader für die Nations League-Länderspiele gegen Polen und Portugal. June, Science Forum Italy, he turns 19 auch Italy U19 S reach Eurofinal set, first senior Italy call up no, makes debut v. Real Madrid. What a couple of months it has been for Nicolo Zaniolo.